weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Playboy vs. Barbie Rap Battle Big Difference. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Bin mal gespannt. Playboy vs. Barbie. Hört sich interessant an, wir gehen rein. Let's go! Könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Coming soon. Was kommt soon? Was geht ab, meine Freunde? Okay. Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zu Big Difference. Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen bei Big. Ich habe ein bisschen mit dem Videoaufnahmen reingeschissen, nimmt es mir nicht übel. 100, okay. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich... Ach so, weil er hier gewackelt hat. Scheiß mal darauf. Herzlich willkommen bei Big Difference. Heute ist es 14 Uhr und wir haben heute okay. Geisteskrankes Battle für euch. Und zwar battelt heute Playboy gegen Barbie. Macht einmal Lärm! Ganz, ganz stark. Und wir sind hier in Kaiser Lounge. Der Bruder hier ist so am Abchecken, ne? Guck mal, der guckt nirgendwo anders mehr hin. Achte mal auf ihn jetzt, guck mal. Wir achten jetzt alle auf den Bruder hier. So. Ganz, ganz stark. Und wir sind hier in Kaiser Lounge ab 8. Bruder, der hat sich so verliebt. Nur für euch verfügbar, kommt alle hin, Bombenladen. Der Playboy wird anfangen. N100, drück auf Play. Oder er guckt auf 4-7, weiß ich nicht, kann auch sein. Vielleicht liebt er auch 4-7. Ja, ja. Guck mal, da drüben ist ein Mädchen wie Barbie, doch sie macht ihren Mund auf und redet wie Farid auf Insta-Seite. Ich erblinde, da war einmal sie und dann sie ohne Schminke. Versuche von der Cover immer noch, fällt es auf. Würde Jo Olli sie daten, kriegt er Upturn auf Frauen. Boah! Zu schätzen, kriegst du als Happy 30 cm ohne zu essen. Ich frage mich, wer mit der Hartz IV Hure sch. Digga, was startet der so heftig rein? Hilfe! Schläft sie, dreht keine Pornos, weil ihr der sch. Warte, stopp! Ohne zu essen. Ich frage mich, wer mit der Hartz IV Hure schläft. Sie dreht keine Pornos, weil ihr der Stiefbruder fehlt. Sorgen, sie ist die einzige Frau, die Andrew Tate supportet. Germany's Sex Top Model war sie auf der Casting Couch. Dachte, wurde sie nicht nur mental missbraucht. Sie ist wie Heidi Klum, komische Fotze. Aber ihr Freund ist vom Tokyo Hostel. Ihre Magersucht ist wirklich sehr schlecht. Sie wird gern kotzen, doch hat keinen Würgereflex. Attraktivität liegt im Auge des Betrachters. Und in meinem Auge ist gerade ein bisschen kachbar. Weil sie gleich kriminant. Bruder, was macht der? Was macht der? Auge des Betrachters unter meinem Auge. Doch hat kein Würgereflex. Attraktivität liegt im Auge des Betrachters unter meinem Auge. Ist gerade ein bisschen kachbar. Weil sie gleich Kriminaltasche legt und splitternackt vor dem Sandkasten steht. Sie hat in ihrem Leben so viel Kampfschutz erlebt. Der Song Laila motiviert sie, wenn sie anschaffen geht. Krass. Starke erste Runde vom Blatt. Krass. Bruder, ich weiß nicht, wer du bist, wo du hergekommen bist, aber diese Energie, diese Performance war geisteskrank. Geisteskrank, Respekt. Krank, stark, der Playboy ist am Start. Wir sind hier Kaiser Lounge und jetzt sind wir alle gespannt auf die Bruder. Von der Barbie. N100, drück auf Play. Check. Check. Muss schon ein bisschen mehr machen als nur Check. Wird sehr schwer für sie jetzt. Du nennst dich also Playboy, du kleiner Schwanz. Der erste Playboy, der sich Playboy-Heft nicht leisten kann. Was sind das für Haare? Hör mal auf zu heucheln. Die sind mehr geleckt als die Pussy deiner Freundin. Woo! Leg doch mal mit YouTube los. Mach beinahe im Sky mit bei Erkenne den Hurensohn. Oh, ha, ha, ha. Gehst du brav nach Hause und erzählst es deinem Vater. Jetzt ist Schicht im Schacht und mach bitte bei der Barbie keinen Blickkontakt. Du trägst Parfüm von Playboy richtig krass, aber siehst dabei aus wie Playboy Dietzenbach. Was will der Fotzenkopf starten? Er chillt immer auf Kirmes neben Boxautomaten. Also bleib mal bei Familien im Brennpunkt. Dieser Lappen wurde sogar von seiner Cousine gefriendzoned. Das ist der Schmuck, der auf Insta immer Fußbilder kauft. Wegen der Schmuck trage ich ein Pfefferspray. Du siehst aus wie Nura von Sixten nach ner Geschlechts-OP. Boah! Jungfrau und Jungfahrt. Deine Mom bekam dich damals auf der Arbeit, Bro.
also auf dem Frankfurter Bahnhofsklo. Starke zweite Runde von Barbie, warte mal her. Was ist das für ein Battle? Bruder, 4-7, warum schreibst du hier nicht heftiges Battle oder so rein? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Normalerweise so krasse Battles werde ich immer so ein bisschen hier, wenn da steht das hier so in Klammern. Bruder, krasse erste Runde von beiden. Hilfe. Hilfe, was ist denn los? Und die haben gerade mal die ersten Runden gerappt, deswegen die Hälfte kommt noch. Und es geht direkt weiter mit dem nächsten Beat. Playboy, let's motherfucking go, 100. Jetzt entscheidet sich alles. Viele Blondinen sind gut erzogen, handelten intelligent und kämpfen sich nach oben. Cheeren David, Katy Perry, Britney Spears und Heidi Klum. Und dann gibt es noch sie, sie ist einfach dumm. Heute sicher nicht, sie kauft Jahreskarte, obwohl es 9-Euro-Ticket gibt. Sie kennt Chanel Nummer 5 nicht, weil sie kann nur bis 14. Kein James Bond-Shit, selbst wenn sie die Haare färbt, merkt man, dass sie blond ist. Diese Barbie macht mit OnlyFans 100 Riesen, doch sie ist so dumm, sie hört Podcasts mit Untertiteln. Ja. Deinen ersten Blowjob hast du deinem Schnuller gegeben. Sie hat in der Woche ganze 7 Tage Sex. Willst du eine Hure sehen? Geh ins Spiegelkabinett. Bevor ich dich ficke, geh ich auf Sexentzug. Ich hab ne Gummipuppe, die ist so intelligent wie du. Welches Teil ist nicht bei dieser Frau aufgespritzt? Sieht ein Flüchtling deine Lippen, will als Schlauchboot zurück. Wenn Playboy kommt, wird Barbie rückfällig. Du bist so ne Hure, dein Bodycount ist 5-stellig. Ich zieh mir für dich den Maracuja-Saft rein. Dein Lohn kann nur ein Hurensohn sein. Ihr Körper hat den Wert von einem Kartendeck. Ihre Lippen sammeln Spritzen. Bruder, ich komm grad nicht klar. Was sind das für Punches? Was ist das für ein Battle? Was sind das für... Das ist ja... Bruder, normalerweise hat der eine 3 oder 4 Punches. Hier ist jede Line ein Treffer. Als diese Christiane F. Arsch ist... Sorry, Alter. Den Wert von einem Kartendeck. Ihre Lippen sammeln Spritzen als diese Christiane F. Arsch ist gekauft. Titten sind gekauft. So viel Plastik, wenn sie badet, holt sie Greenpeace raus. Starke zweite Runde von Playboy, warte mal. Gute Line, gute zweite Runde. Krass, krass, krass. Props gehen raus an Greenpeace. Und Stimme ist weg, egal. Zweite Runde von Barbie, wir wollen die hören. 100, gib ihn. Bruder, das war heftig. Jetzt muss sie abliefern. Ja. Ihr denkt, die Frauen lieben diesen Rapper, doch mit ihm reden nur diese Siri und Alexa. Dein Face ID Sensor erschreckt sich, mehr bist du selbst für die Friends und so. Dein Face ID erschreckt sich. Wie kommt man auf sowas? Dein Face ID Sensor erschreckt sich. Mir bist du selbst für die Friends und zu hässlich. Macht auf Player, doch kriegst niemals eine Ho. Deine OnlyFans Kosten haben deine Miete überholt. Er macht auf Player, ihn haben alle Frauen satt. Und Sex hast du nur, wenn dein Vater schlechte Laune hat. Boah! Und wechselst nur die Bitch, wenn du deine Hand umbenennst. Er schickte mir sein Penis zwischen peinlichen Zeilen. Doch Instagram sagte, die Datei ist zu klein. Du Partyclown, spring von deinem Selbstbewusstsein runter auf dein Bodycount. Keine Frau, das ist zu hart. Dein Kondom im Portemonnaie feiert inzwischen 13. Geburtstag. Ein richtiges Leben führt er echt nicht. Lernte die Cousine kennen auf Fremdgehen 69, weil er nur ein Opfer ist. Er gibt einer Frau K.O.-Tropfen und sie hat trotzdem keinen Bock auf dich. Außer Cousine hast du Frauen nie verführt. Der Liebessong von euch ist 1000-mal berührt. Dass du kein Playboy bist, ist das, was man gerade... 1000-mal berührt? 1000-mal ist nichts mehr passiert. Spürt und hier alle Frauen ist 1000-mal berührt. Dass du kein Playboy bist, ist das, was man gerade spürt. Und hier alle Frauen, die du niemals haben wirst. Oh! Starke zweite Runde von der Barbie, was haben wir denn? Was eine Runde. Das hebe ich jetzt nicht auf. Auf jeden Fall geisteskrankes Battle. Mach da mal Level, das ganze Battle. Boah. Was ne Energie, was für Punchlines, was für Rapper hier am Start. Sowas gibt's nur bei Big Difference und in Kaiser Lounge. Kommt alle vorbei. Und krass. Wenn die beiden nochmal kommen sollten und... Safe, safe, Rematch safe. Ich glaube, die sollen nochmal kommen, oder? Yeah.
Dann schreibt es in die Kommentare und ihr schreibt auch in die Kommentare, wer von den beiden gewonnen hat. Wir sind auf jeden Fall. Also für mich, ich kann euch das so erklären, ich fand beide waren richtig stark. Beide waren, haben gut mitgezogen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ne, muss ich halt sagen, der Playboy war nochmal einen Ticken stärker. Bei ihm waren nochmal, die Punches kamen nochmal einen Ticken stärker einfach. Würde ich das an ihn geben, aber sie war auch mega. Fall gespannt, wenn das Rematch kommt. Auf jeden Fall, die geben sich Respekt, wie es sich gehört im Battle Rap. Und ich würde sagen, wir sind raus. Stark von beiden. Auch N100 mit geilen Beats hier. So, das war's auch mit dem Battle. Und sehr, sehr viele Leute fragen mich, ey, 47, wie kann ich bei Big Difference mitmachen? Ich hab auch Punchlines, ich möchte auch Battle Rap. Bruder, das war unerwartet krass. War ein sehr geiles Battle, meiner Meinung nach. Schreibt mir eure Meinung mal rein. Was war eure Lieblingsline? Passt auf euch auf. Ey, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Junge, was ein Battle. Macht's gut, haut rein und ciao.